Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Lord of Apocalypse. Letztes Mal haben wir den Hector Kanchir oder Hector Kanchir, ja, oder Hector Kanchir oder Hector Kanchir oder wie er immer heißt, kaputt gemacht und ja, da hat sich hier irgend so ein Tor geöffnet. Ich habe versprochen, dass wir reingehen und das werde ich jetzt nicht tun. Nee, Witz. Oh. Geht nicht. Ja. Geht nicht. Ja. Keine Ahnung. Wird sich dann wahrscheinlich schon noch zeigen, wenn wir bei der Quest 8 weit gemacht haben. Ich werde mal ja meine Kollegen fragen, was sie davon halten, aber die geben sowieso keine Antwort, die ich verstehen würde. Oh, 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 oh. Neuer Kollege mit Doppelaxt. Naja. Habe ich jetzt zwar schon selbst. Nichtsdestotrotz, ich möchte ihn. Dann können wir die... Dann können wir die mit dem Großschwert rausnehmen und dann haben wir ein recht schnelles Team, das flott angreift, dafür kaum Schaden macht. Aber zuerst will ich noch zurück ins Dorf, schauen, was die mir da so anbieten können. Ich meine, ja, hier, genau, kaufen. Tränke zum Maximum. Hier auch zum Maximum. Dann haben wir das immerhin schon mal. Und ihn hier will ich auch mal noch anhauen, ob er nicht irgendeine neue Rüstung hat oder Waffe für mich. Waffe wäre besser. Und der hat er. Ja gut, so viel besser sind die nicht. Die sieht cool aus. Ja, der Stil. Und bei den anderen wären es... Wie sehen die aus? Ja. Und wie eine Blüte. Okay. Ja, wir können sie sowieso noch nicht machen. Dementsprechend kann es mir egal sein. Verbessern wird wahrscheinlich auch nichts sein. Wenn ich raten darf, nee, immer noch nichts. Und auch der hier findet es immer noch nicht so lustig. Gut, die Rüstungen werden auch nicht anders. Oh doch, die, ach so, sie werden zumindest schon mal angezeigt. Ja, wird nicht viel verbessert. Und hier. Ja, ein bisschen mehr, aber ist ja auch schließlich die Rüstung. Also, das heißt für uns nichts Neues hier. Aber, hey, wir können ja jetzt einen neuen Kollegen rekrutieren. Was wir auch sogleich machen werden. Und Rückwärtssalto, und Rückwärtssalto, und Rückwärtssalto. Das kann ich noch den ganzen Tag lang machen. Und werde ich auch, wenn die Ladezeiten so anhalten. Waren die schon immer so lang? Zack. Gut. Du möchtest mitmachen. Das lasse ich dich natürlich gerne. Ja, was auch immer. Schau mich nicht so an, mein Freundchen. Ja, das... Na, egal. So. Level 8. Level 80. Boah, und die Magie Kaku kann er nicht einsetzen. Okay, ja. Für die Quest müssen wir etwas erjagen, das ein ziemlich hohes Kopfgeld hat. Mache ich doch. Für jemanden, der mir so treu zur Seite stehen wird, mache ich das doch immer gerne. Nee, echt jetzt. Der könnte wirklich viel helfen. Vielleicht. Level 80. Den müssen die Gegner erstmal tot kriegen. Ja gut, ich glaube, dafür ist ja, sind ja ihre Waffen, seine Waffen nicht so gut. Jetzt fällt mir ein, ich hätte noch die andere Attacke der Doppeläxte zeigen können. Wenn ich die angestellt hätte. Naja, wir müssen jetzt wieder mit dem Delfinsprung des Todes zurechtkommen. Okay, er will irgendwas in den Bergen jagen. Und ich sehe auch schon, dass wir da hinkommen. Nur was es ist, das muss zuerst noch festgestellt werden. Josh. Josh. Ja, ich warte Ladezeit.
geduldig sein und abwarten. Alles, was hier drin zählt. Fast. Warum hast du so eine tiefe Stimme? Du siehst mir nicht aus wie ein Charakter, der eine tiefe Stimme hätte. Du siehst mir mehr wie Tidus aus und weniger wie Auron. Oh. Ja, von mir aus. Dum, oder? Ich hoffe, du bist auch der, den wir töten müssen. Und nicht nur irgendeinen Gegner, damit wir weiterkommen. Das wäre etwas, was mich ankotzen würde, ehrlich gesagt. What? Wir sollen mal einfach so nebenbei Vermilion umbringen. Was hast du geraucht? Und was hat der noch? Zombies darin? Oh Gott. Warte, ich möchte den Zombie zuerst. Ja, den Zombie. Autsch. Oh. Was für ein Zombie. Gut. Ist jetzt der Vermilion am Abhauen? What? Der Vermilion flieht? Kann der das überhaupt? Anscheinend. Er hat's getan. What? Okay. Müssen wir jetzt den Vermilion hinterherjagen, damit wir ihm, damit wir ihn stellen können, oder wie? Das... Oh. I see what you did there. Okay. Von mir aus. Jetzt müssen wir zuerst hier hinten das Schlüsselmonster jagen, damit wir dann wieder zum Vermilion können und bliblablablä. Bekannte Strategie, aber okay, die Quest gefällt mir schon mal. Zu zweiten Vermilion niedermachen. Wenigstens machen wir genug Schaden. Oh. Da müssen wir sogar eine Valkyrie jagen, damit wir da gegen den Vermilion antreten können. Oh, du. Das war fies. Normale Begegnung. Minotaurus haben wir auch noch am Haxen. Wieso bist du da nicht reingerannt? Und wieso bist du kein normaler Minotaurus? Tja, du hast mir gut das Schild gedient. So. Jetzt sehe ich gerade nicht den Sinn darin, den Cthulhu zurückzuhalten, dementsprechend... Oh, mein Freund hilft mir noch dabei. Das sollte zumindest das Ende für den Minotaurus sein. Sie sollte es aushalten. Ein bisschen. Was? Der... Oh Gott! Na, jetzt ist er tot. Ja, geht auf den Kollegen los. Von mir aus. Und sie kommt runter. Das ist für mich die Chance. Delfinsprung! Bam, das macht Schaden. So, ich heile mich mal schnell wieder. Guten Tag, Mr. Leben. Oh, du bist auch schon bald tot. Sagst du, kleines Fräulein? Oh, Finishing Blow. Kannst du dir sparen. Du wirst nie mehr schwanger. So. Und ein weiterer Kern eingesammelt. Wuhu. Komme ich jetzt überall hin, oder? Ich komme überall hin. Das macht die ganze Sache recht angenehm. Zum einen kann ich mich jetzt gleich mal porten. Da komme ich mal schneller vorwärts. Ach, der rennt mir sicher nochmal weg und dann ist die. Dann muss ich zum untersten Tor gehen. Kann ich mir gut vorstellen. Naja, meine Waffe ist so stark, sie sollte auch aus Vermilion einen relativ kurzen Prozess machen. Und wenn ich zu viel mal bei dem Quicktime-Event verliere, dann schaltet das Spiel sowieso auf Autopilot.
hier unten sollte es noch irgendwo dann... Ja, nicht dort. Ja, genau, in dem Level, das, wo wir jetzt reinkommen, sollte es dann unten wohl noch einen Teleporter geben. Hoffe ich. Oh, der Part wird lange gehen. Ja, irgendwo hier sollte es noch... Also nicht einen Teleporter. Ein Teleporter hat es eh. Da, den meine ich. So, dankeschön. So, jetzt bin ich mir nur am Überlegen, wenn ich noch einen Charakter reinnehme von Level 80, ist das ein Cheat. Ich meine, der hat ja mehrfach, ja, knapp das doppelte Level als wir. Ach nee, wenn mir das Spiel einen gibt, dann ist es nicht Cheaten. You know you wanted to. Wow, Million 019. Lade ein bisschen schneller, Spiel. Ich will die Dateninstallation nicht reinhauen. Ich frag dich nur lieb. Immerhin ist es noch nicht so schlimm wie Kingdom Hearts Birth by Sleep. Wieso Guardian Battle? Muss ich nicht in der Minitür? Ich meine, bam, die Musik ist cool, aber... Und jetzt holt er seinen Kopf. So ein böses Lachen. Wow. Ich sollte ihn wohl eher normal angreifen. So, der Zombie ist immerhin mal tot. Ach, und Vermilion haut wieder ab. Habe ich es mir doch schon gedacht. Die feige Sau flieht wieder mal. Noch ein paar Schadenspunkte. Ja, ist gut. Ja, den kann ich nicht einsetzen hier. Gut. Das heißt, Vermilion wird jetzt ins letzte abgesperrte Gebiet flüchten. Und dort werden wir ihn dann stellen. Vermutlich. Ich denke nicht, dass er nochmal abhaut. So, für mich heißt es jetzt zwei Level zurückgehen, aber zuerst wird noch hier der Schalter aktiviert, wo auch immer er sein mag, damit wir hier so schnell wie möglich wieder zurückkommen. Beziehungsweise so schnell wie möglich zum Schlüsselwächter, den wir jetzt aufsuchen möchten. Es fehlt mir nur noch gerade hier ein bisschen. Der Schalter, wo ist der Schalter? Hey, Alter, wo ist der Schalter? Dort ist das Portal. Der Schalter ist doch nicht etwa im anderen Level und ich habe ihn übersprungen, weil ich gedacht habe, das wäre hier. Könnte ich mir vorstellen, dass das zutrifft. Okay, wir werden wohl zurückgehen zum Schlüsselwächter und es herausfinden müssen. Ja, das ging doch schnell. Ja, den haben wir aktiviert. Skelett ist uninteressant. Anscheinend nicht für meinen Kollegen. Oh, diesmal ein Skelettdrache. Ah, Gott, dort haben wir ihn. Da macht es sich zuerst mal richtig giftig. Weißt du nur, was das Problem ist, mein Freundchen? Ich bin das Problem. Wieso blockt das Skelett das ab? Sogar mein Kollege versucht. Niemand interessiert sich für den Skelettdrachen. Und abgeblockt. Ja, warte, wir gehen wieder mal zuerst auf den Schweif los. Oder auch nicht, je nachdem, was der Drache lieber hat. So, da ist und zack. Geblockt.
Obwohl ich ausgewichen bin. Eigentlich. Dort wurde ich nicht angreifen. Autsch. Dass ihn das nicht konfus gemacht hat, das passiert normalerweise, wenn man so einen Stein schlägt. Na, dann müssen wir halt auf den Kopf ziehen. Du triffst mich und meine Freunde auf diese blöde Art und Weise nicht. Keine Ahnung wieso, aber ist Shichi mal ein richtiger Freund. Ich meine, seine Freundheitsstufe ist auf 4 Sternen. Dafür haben wir bei den anderen hart arbeiten müssen. Away with you. Komm jetzt. Ich frage mich, ob die Quest wirklich einfacher wäre, wenn ich die anderen damit dabei hätte. Oh. Wahrscheinlich nicht, der macht seinen Job schon recht. Gott, die Gegner rauben ihn ja kaum. Ich möchte gern. Nur noch einmal, nicht. Triffst mich nicht? Doch, triff mich. Verdammt. Okay, das wird nicht funktionieren. Egal! Heilst du mich? Ach so. Ja, halt mich. Vom Gift. Was für ein guter Freund. Machst du jetzt? Und den Kopf wieder gegen den Boden. Damit wir darauf einstellen können. You know you want it. Because I wanted to. Er müsste nur Mischu gewähren. Komm jetzt mal, werd konfus. Das ist der einzige Wille, den ich ja nicht habe. Dann haben wir nämlich mal dein Gift aufgehalten. Ja, genau. Eine viel zu hohe Reichweite. Blockt. Auf welche Seite geht der? Auf diese. Autsch. So, jetzt haben wir ihn draußen. Jetzt können wir auch hier seinen Brustkasten aufschlagen. Vielleicht gleich noch mit einer richtigen Attacke. So, damit hätten wir schon mal seinen Brustkasten offen. Jetzt noch seinen Schweif. Ja, bitte auf seinen Brustkasten losgehen, genau. Und zwar so. Okay, nur nicht ganz so, aber in etwas. Er hat jetzt auch nicht mehr viel zu melden. Komm, du bist eh bald tot. Da setze ich Cthulhu nicht mehr bei dir ein. Kann ich besser für Vermilion gebrauchen. So, Finishing Blow. Zack, zack, zack. Und Flatsch. Cool, hier kriegen wir auch nochmal die Arcana. Danke für die Arcana, Zombie-Drache. Ah, immer wieder ein Vergnügen. So, Zombie-Drache tot. Ja, tot. Ich wollte ihn doch gar nicht töten. Und haben wir jetzt hier irgendwo den Aktivierungsstein für den Teleporter? Nee, oder? Er sieht nicht danach aus. Ich bewege mich ja schon. Jetzt können wir aber zu Vermilion gehen. Eigentlich wundert es mich, dass der Teleporterstein nirgendwo zu finden ist. Vielleicht habe ich vorhin nur noch nicht stark genug gesucht. Ja, die Zombies interessieren mich hier nicht. Nur die Skelettkrieger. Hier nicht, hier nicht, hier auch nicht. Die sind, sollte man ja eigentlich schon von weitem sehen, oder?
Komm. Ja, die kann man auch kaputt machen, wenn man genug Geschick beweist und Kristalle dafür kriegen. Manchmal ist Farm auch eine schöne Sache, wenn man sich, wenn man immer darüber reklamiert, dass die Ausrüstung zu schwach ist. So, hier ist dann Vermilion. Wahrscheinlich zum finalen Mal. Ich möchte zuerst hier die... Komm jetzt! Oh Gott! Danke. Ich möchte den Advanced Encounter. Tja, mein Kollege hat ihn nicht. Ich habe ihn. So, das sollte jetzt der finale Kampf gegen Vermilion werden. Ohne dass er sich wieder aus dem Staub macht. Hoffe ich zumindest. Wenn der jetzt noch die ganze Zeit wieder abhaut, dann wird das ein wirklich langer Part. Hallo Vermilion. Ja, ich setze gleich mal den Cthulhu ein. Mein Kollege hilft mir dabei. Zack. Overkill. Ja, da kann man kaum mehr entkommen. So, Cinematic Science, das ging relativ schnell. Sehr schnell sogar. Na, ein paar Mal daneben getroffen. Daneben getroffen? Ja, daneben getroffen. So. Am einfachsten haben wir es jetzt wohl, wenn wir den, keine Ahnung, Vermilion hier in die Dinger reinlaufen lassen. Okay, das hat nichts mit reinlaufen lassen zu tun gehabt. Das wird Laser. Och, jetzt ist er wieder abgehauen. Vermilion, hau nicht ab. Hat er jetzt bald alle Steine zerstört? Ja, aber so machst du sie wieder nicht kaputt. So auch nicht. Ach komm. Wir wissen beide, dass du schummelst, Vermilion. Okay, er wird schon mal nicht konfus durch die Steine. Will ich jetzt mal kurz als etwas Negatives bezeichnen. Dann schauen wir noch leben. Du lässt es dabei. Okay. Beam dich nicht immer so weg. Laser! Ja. Wieder ein bisschen Schaden reingewirkt. Komm, zerstör seine Hand. Oh Mann. Zerstör irgendwas. Oh ja, und ich werde natürlich wieder nicht Schuke. Komm jetzt. Einer, kein zweiter. Ach, komm.
auch genau zu mir locken. Ja, jetzt ist er langsam down. Ging ja noch schneller als erwartet. Ich habe gedacht, dass sicher noch ein Tool hochladen müssen. Ach, das ist ja einfach. Nee, der mit Aura ist's, okay. Ja, ist gut. Beim nächsten Mal dann wieder. Jetzt ist er wieder wütend, oh Gott. So, kommen wir endlich. Aufladen und. So, das wollte ich tun. Geiler Finish. Was neben dem Finish hier? Zack, und tot. Ja, das ist etwas, das mich ein bisschen am Spiel stört. Wenn du schon Finish für Monster einführst, Finisher, dann könnte man doch wenigstens pro Waffe einen anderen Finisher einführen. Aber egal, ob ich es jetzt mit einer riesigen Axt mache oder mit einer kleinen Doppelaxt, es ist immer der gleiche Finisher. So, wenn wir den Kern erhalten, müsste ja das Ziel gewesen sein. Ja, war das Ziel. Cool. Cool, man. It's groovy. Das heißt, wir haben einen neuen Teamgefährten. Mit Doppeläxten. Wie ich sie mag. Ja, eigentlich mag ich sie mit Level 80 und 4 Sternen in Freundschaft. Next. Ja, da haben wir die beiden Hände nicht erwischt. Das andere hat funktioniert. Jupp. Waffen und alles stiegen ein bisschen. Gut. Speichern, aber natürlich wollen wir speichern. Wo wären wir denn? Ja, danke schön. Gut, ja, damit haben wir einen neuen Freund kennengelernt. Die Quest ging zwar ein bisschen, haben aber auch viel dafür erledigt. Also im Sinne von Monster und nicht questmäßig. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein und hoffentlich bis dann.